Jetzt will ich aber doch wissen, was war denn das da? Was ist das? Was mag das sein? Willkommen zurück, Leute. Was ist das denn bloß, was Zelda da ins Wasser geschmissen hat? Ich hab's. Die Ocarina der Zeit! Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Was? Was passiert? Gameboy? Kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Ja, ich höre dich. Gameboy, nun, da du die Ocarina in Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie. Immer noch zweimal das gleiche. Aber zum ersten Mal wurde jetzt auch mein A-Button mit benutzt. Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Geil! Lang, Gameboy. Spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit, vor dem Zeitalter. Woher... wieso sind wir jetzt wieder hier? Okay. Und wir haben die Ocarina der Z... Wo ist jetzt unsere alte Ocarina? Kurz gespeichert. Und bevor ich es nochmal vergesse... Was ist das? Was war denn das für ein Bild? Irgendwas ist da wohl falsch. Gut, mal gucken, was uns jetzt in der Zitadelle der Zeit erwartet. Wie gesagt, ich kenne das Spiel immer noch nicht. Es ist nur noch blind. So, und das große Kirchenhaus hier mit dem Triforce drauf, das fällt mir jetzt erst auf, das Triforce. So, was haben wir hier? So, dann wollen wir mal. Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jener mit den drei heiligen Steinen nehme seine Ocarina zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Die drei heiligen Steine. Die Kokiri-Smaragd. Der Goron-Opal und der Sora-Saphir. Alle drei sind hier am Platz. Was ist denn da jetzt? Ah, wie spannend das gerade ist. Wie geil sich das anhört. Gameboy, ist das nicht? Ich, das Master Sword. Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. Oh mein Gott. Ich frage mich, was denn jetzt passiert?
los, König Arthur, zieh das Schwert aus dem Stein! Was geht da ab? Ganondorf! Oh nein, jetzt muss ich wieder meine Raucherstimme anlegen. Ausgezeichnet, König. Ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Was? Was? Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Oh nein. Ich muss dir danken, Kleiner. Vielleicht hilfst du mir noch dabei, mit dem Rauchen aufzuhören. Wäre auch sehr hilfreich. Er hat ja wirklich so eine ähnliche Stimme, wie ich ihn spreche. Gameboy. Wach auf! Du bist der Ja, das weiß ich. Der Auserwählte. Alter, bin ich denn hier? Wer bist du? Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut. Ach cool. Um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Tempel des Lichts? Oh. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Monsterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst, öffnet das Tor zum Heiligen Reich. Gameboy, erschrick nicht. Schau dich an. Hä? Haben wir uns verändert? Wo ist... Wir sind größer geworden. Ist ja cool. Ich dachte, Kokiris altern nicht. Kokiris bleiben doch immer so jung. Sieh nur, Gameboy, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Ich dachte, Kokiris altern nicht. Die bleiben doch immer so klein. Das ergibt jetzt gerade für mich keinen Sinn. Egal. Das Monsterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Ah, das sind also wir. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. 7 Jahre?! Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist. Nö. Na klar. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansehen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Klingt nicht gut. Klingt gar nicht gut. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule. Entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, Tempel, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Oh, cool. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Was ist das? Ein Lichtmedaillon? Oder was? Das Amulett des Lichts, Rauru der Weiß, gibt dir seine Kraft. Cool. Dann kommt man 10 Minuten des Parts rum. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule.
Zitadelle der Zeit. Da sind wir wieder. Ah, wir sind größer geworden. Das ist ja cool. Aber irgendwie ist Link hässlich. Mit dieser riesen Nase. Mann, was soll denn das? Gameboy, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber es sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Was? Ist das Sheik? Oh, Alter. Das ist die Scheide vom Master Sword, geil. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reichs erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohem Berge, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, oh. Einer innerhalb der Göttin des Sandes? Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Sheikah, überliefert wurde. Und du bist? Ich bin Sheik. Ah, oh, genau wie ich mir dachte. Ich gehöre zu den letzten Überlebenden der Sheikah an. Wahrlich, du siehst aus wie der, der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Okay. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern. Salia? Erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast mich verstanden, Gameboy? Natürlich. Und wir können wir spielen? Alter, guckt euch dieses geile Schwert an. Oh, und wir können endlich das... Ah, das Hylia-Schild richtig benutzen. Ist ja cool. Ich mach die Stimme. So. Boah, was das Master Schwert für eine geile Scheide hat. Guckt euch mal an. Alter, das Schwert hat sich. Alter, wie geil. Ja, es hat auch in den 7 Jahren keiner die heiligen Steine mitgenommen, um mich einfach mal da drin einzusperren. Ne? Hätte ja auch mal einfach jemand machen können. Dann hätte ich Gandorf nicht dazwischen funken können. Aber nein, der Typ ist ja ein Feuer. Warte, ist das hier der Tempel des Lichts? Hier ist das Zeichen des Lichts auf dem Boden. Hm. Naja gut, jetzt kann ich euch ein paar Infos... Alter! Die Welt hat sich aber verändert. Wieso ist denn der Todesberg jetzt auf der anderen Seite vom Schloss? Das verstehe ich nicht. Obwohl, nee, Quatsch, ist er ja gar nicht. Was erzähl ich denn? Das sieht wirklich... Wenn die Flammen rot sind, dann... Oh, er herrscht Krieg. Auf jeden Fall, was ich euch erzählen wollte. Ich habe so ein bisschen was nachgeforscht zu dem Spiel. Und es gibt Gerüchte, dass der Lichttempel eigentlich hier drin sein sollte, dass man diesen Weisen nicht direkt finden. Sollen wir Sheik glauben und nach Kakariko gehen? Warum nicht? Wie viel Uhr ist es? Na, erzählt sich jetzt seit 12 Uhr. Ja, geil. Und wie geht's den Leuten hier? Zombies! Alter. Das ist jetzt schon irgendwie... Wer ist das?
Oh, du bist ja ein agiler junger Mann und du bist auch ganz ansehnlich und mutig. Du hast Gameboy, nicht wahr? Schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Und Link hat immer noch die Hand so in der Hüfte. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere... Was? Immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Da Ganondorf gepriesen sei seine... Fick dich. Gegen die Geschäfte zurzeit blenden. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Dann kommt hier gerade einer. Na, doch nicht. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Ja, jetzt fehlt mir natürlich einer. Immer noch keine größere Geldtasche. Und Link steckt immer noch die Hand so in die Hüfte. So. Alter. Wie bin ich jetzt gerade darüber gekommen? Auf nach Kakariko würde ich sagen. Auf die Musik, die immer noch so fröhlich ist, wie sie es vor 7 Jahren war. Das klingt so komisch, vor 7 Jahren. Oh, das, zu Anfang des Parts war es noch vor 7 Jahren, ne? Ein 7 Jahre langer Part. Ui. Wieso ist meine Ocarina eigentlich jetzt da oben? Warte mal, ich muss mal gerade in den Inventar gucken. Schleuder, Boomerang und die Stöcke kann ich nicht mehr benutzen und die Maske auch nicht. Nach Kakariko soll ich. Verlorene Wälder, Kokiriwald, Soras Reich. Hier auf der anderen Seite waren wir ja noch eigentlich... Da ist, glaube ich, auch nichts. Oh, der Part ist fast... Ich gehe jetzt immer nach Kakariko und wahrscheinlich kommt dann wieder ein riesig langer Quatschpart. Oder auch nicht. Kakariko scheint es so... Ey, das... Die Typen kenne ich doch. Und die Musik hier ist immer noch so wie vor 3 Jahren. Und dieser Baum ist ja riesig geworden. Und ihr drei redet immer noch über das Gleiche. Schau dir den an! Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er noch ängstlicher. Na gut. Oh, wie schön das ist, dass man jetzt groß ist. Gefällt mir. Yeah. Hey, wir müssen... Den kenne ich ja auch. Rede mit mir! Ist lange her. Da gab es hier einen Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Was? Okay, da muss ich jetzt mal... Ich habe ein neues Huhn gezüchtet, ich nenne es Kiki, und ich bekomme keine Allergien, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern, ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft, dann bring es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Na klar, warum nicht? Yay, schon wieder ein Ei. Bald wird Kiki ausschlüpfen. Gib es zurück, wenn du es nicht mehr benötigst. Damit können wir jemanden wecken. Das ist, ah, genau, auf dem Friedhof. Aber der Part ist zu Ende. Wieso steht Link eigentlich in seinem eigenen Schatten drin? Guck mich das mal an. Die Schuhe sind im Schatten. Ist der Brunnen leer jetzt? Na egal. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Oh, du bist hässlich geworden. Meine Fresse. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.